Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio mit mir, dem Lupus. Und wir mal dabei, der Gabax. Jo, hallo Leute. Der ist irgendwo, keine Ahnung. Blödsinn irgendwo machen. Keine Ahnung. Bitte? Blödsinn machen, wie immer. Ja. Nee, so, ich bin jetzt hier gerade in der Base bei der Kupfer, Quatsch, beim Eisenbahnhof. Und ich bin momentan mal dabei, hier mal ein bisschen was umzubauen. So. Das ist ein Ladebahnhof? Das funktioniert ja gar nicht. Das ist ja der 4. Nee, warte mal, ich brauche ein 4-5. Kannst du mir jetzt sagen, wo ich den Eisenbahnhof hinstellen soll? Den was? Den Eisenbahnhof, Entladebahnhof. Wo soll er hin? Wo soll er hin? Habe ich doch gesagt? Nee. Die Zuschauer sind meine Zeugen. Ich habe das jetzt schon dreimal gesagt. Ich habe das heute über die Eisenverarbeitung. Direkt über die Eisenverarbeitung? Ja. Okay. Und wo soll der Zug reinkommen? Von oben? Das überlasse ich dir. Okay. Also, meinetwegen kann er horizontal, meinetwegen kann er auch von oben kommen. Meinetwegen kann er auch auf Kopf genau. Oder rückwärts reinkommen. Die Frage ist, wie du den am besten bauen möchtest, wegen der Kreuzung da oben. Also horizontal, dann bräuchtest du einfach nur die zwei Schienen da nach links ziehen, würde gehen. Also horizontal geht auch. Ja, ich guck mal. Verdammt. Das wird hier eh alles zu eng. Also dieses ganze Kupfer- und Eisengedöns könnte man so ein bisschen auslagern eigentlich mal. Sag mal, du hast da könnte ich dir sogar irgendwie... Wofür ein Blueprint? Da könnte ich dir auch einen Blueprint für geben. Wofür? Ja, für ein optimales Eisenproduktivitätsding. Was hast da, du wo gegen... Eisen produziert wird und gleichzeitig Anlieferung und Ablieferung von Eisenplatten und Eisen. Was hast du gegen meins? Das wird doch wunderbar, funktioniert doch wunderbar. Ja. Doch. Ja. Glaube ich. Verdammt, ich muss es doch so bauen. Brauchen wir die Verteidigung hier oben eigentlich? Also die haben uns schon lange nicht mehr angegriffen, ne? Hm. Die wissen, was gut für sie ist. Hä? Die wissen, was gut für sie ist. Ja. Genau. Gut, dann klatsche ich den jetzt einfach irgendwo hin, würde ich sagen. Wenn es dir nicht gefällt, dann mach besser. So. Ein nach dem Motto, wo ist denn das Teil jetzt hier? Stell das jetzt etwas. Ich stelle das nicht direkt drüber, sondern ein bisschen rechts davon. Weil das Problem ist, sonst kannst du deins ja so schlecht erweitern. Die Frage ist, überweitern wir das überhaupt? Das Problem ist dann allerdings, wie viele Ausgänge hast du? Und das, was du baust? Also, ich könnte 8 Ausgänge machen. Ich stelle jetzt aber auf 4. Warte mal. Wir brauchen 6. 6 wäre optimal. Ja, kein Problem. Also jetzt sind momentan 4 auf jeder Seite. Also 8. 2, 4, 6. Nee, 6. Passt sogar. Wenn ich die unteren wegnehme, dann habe ich auf beiden Seiten 6. Und wenn ich die immer zusammen merge, dann kann ich die genau auf 6 aufteilen. Mach, wie du denkst. Wieso steht der Zug hier? Achso. Ja, warum wohl? Merkst du was? Weil da wieder einer blockiert. Nein, toll. Hä? Soll der da parken? Der soll da parken, weil ich das doch hier gerade umbaue. Also ich baue den Bahnhof und du kannst es anschließen. Ja, warte mal, dann hole ich den da und ich fahre den da mal kurz raus. Ja. Achso, den anderen habe ich auch manuell gestellt. Der bleibt da erstmal stehen. Gehen erstmal die ganzen Sachen weg. Wir sollen das erstmal aufstellen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir erstmal den Kupfer... den Kupferzug geändert hätten? Steht der, oder steht der da immer noch drin? Der steht da immer noch drin. Steht der immer noch drin.
Nice. Der denkt sich so, ja, alles entspannt hier. Ich chill hier mal eine Runde. Ich warte mal eine Runde. So. Alles gut. Gut. Ich schließe erstmal hier das Ding an. Oh. Machen wir das mal ein bisschen schräg so. Spannend. Alles so chaotisch hier. So, ich habe da jetzt einfach einen vierten rein dazwischen gesetzt. Ja, ja. Easy. Alles gut. Na toll, jetzt hast du das gerade hier so schnell umgebaut, jetzt wird das wieder umgebaut. So, warte mal. So. Warum? So, das heißt, jetzt müssen die Züge hier erstmal ein Stück raus, weil ich habe hier gerade keinen Platz mehr. Das kommt erstmal da weg. Den muss ich auch nochmal ein Stück zurücksetzen. Du? Ja. Hm. Was? Der ist ein bisschen tief, der Bahnhof. Tief? Ja, ein bisschen weit unten. Kannst du den Stück weiter nach oben setzen? Warum das denn? Weil der mir zu tief ist. Warum ist der zu tief? Jetzt auch noch Sondersprache. Weil ich jetzt Probleme habe hier, die. Das, also ich kann das jetzt alles hier wieder zusammenfummeln und dann meckerst du wieder, das sieht scheiße aus. Ja? Nein. Doch. Klatscht das einfach irgendwie hin. Hauptsache es steht. Jetzt ernsthaft? Ja. Mach doch einfach. Ist doch eh Knete gerade. Nee, das wird echt eng. Auch. Das wird echt eng hier. Also das. Kannst du dir die Stück nach oben setzen? Moment bitte, lass mich mal gerade erstmal hier die Kreuzung fertig machen, ja? Also die. Ja, aber die Kreuzung ändert sich doch dann, wenn du den Stück nach oben setzt. Nein, da ändert sich nichts. Ja doch. Nein. Doch? Nein. Bleibt so. Bleibt so, ich muss nur die Länge dieses Abschnittes da verändern. Ja, was du meinst? Ja. Meine ich. So. Na, warum sammelt ihr? So. So. Zack. Und zack. So. Repariert. Stromleitung muss hier noch verbunden werden. Ich reiß das hier schon mal ab. Was reißt du ab? Ja, den Bahnhof. Ja, du reißt da gar nichts ab, ohne meine Erlaubnis. Ja, weg. Interessiert denn deine Erlaubnis? Geh weg. Dann reißt du ihn ab. Das Radar kommt jetzt einfach mit weg. Wo soll das hin? Höher, oder was? Ein Stück höher, also so, keine Ahnung. Warum? Vielleicht hier. Dass der hier endet. Dass der da endet? Ja, Moment. Ja. Dann kann ich, damit ich die Bänder links und rechts besser zusammensetzen kann. Dann lass mich da mal kurz eine Markierung setzen. Nicht wegreißen, bitte. Okay. Alter. Die brauchen so ewig zum Abreißen. So, nächste Forschung. Begleiterraub. Nee, keine Ahnung. Hier, Granaten. Hauptsache, es wird irgendwas geforscht. Ja, dass die Forschung da nicht so lange rumgammelt. Auch wenn wir keine Materialien haben, wir ist egal. Forschen. Wir forschen trotzdem. Wir haben so viele Reagenzien. Aber dann forscht auf wenigstens was Sinnvolles. Oh, ich sehe alles grad, ist sinnvoll. Ja, nee, irgendwie ist es da. Doch, guck mal hier, das da. Lab Research Speed, das wäre doch mal sinnvoll. Ja, lass das da jetzt einfach fertig forschen da, bitte. So, So, jetzt forschen wir was Sinnvolles. So, warte, war das der Richtige? Ja. So. Dann klatscht man das jetzt. Okay. Ja, mal gucken. Na, mal gucken. Mal gucken, sagt er. Bleibt jetzt so. Oh, jetzt muss ich das hier doch wieder.
Ah! Was denn? Muss ich das wieder anpassen? Ah! Genau, um ein paar Zentimeter zu weit oben ist. Du machst mir hier echt Sonderarbeit, ne? Ja, mach ich auch mit Absicht. Wieso? Weil das so einen Millimeter verschieben will. Zap, zap, zap. So. Okay. Das heißt, hier passt jetzt nur ein Zug rein. Die restlichen blockieren dann das Gleis. Natürlich nicht so schön. Dann mache ich das so, dass ich hier so einen kleinen Zop baue. Mal gucken, ob das war so genauso wie ich mir das den gleichen dachte. Hässlichen Zopf, den ich da drüben schon habe. Ja, weil der ist relativ klein. Ich könnte natürlich auch meine riesen Zops nehmen hier, aber die sind zu groß. Passen eben viele Züge rein. So, ich nehme mal den kleinen hier. So, von hier unten aus kopieren. So, zack. Ganze stellen wir mal hier hoch. Natürlich die Kreuzung dann neu gesetzt werden, aber das ist nicht das Problem. Wir das alles hier auch schenken können. So. Zack. Das nehme ich weg. Die Züge muss ich dann noch ein Stück nach oben fahren, damit die da auch reinkommen. Was ist da los? So. Ja, das wäre natürlich schöner gewesen, wenn die direkt ziehe ich das noch ein bisschen hier rüber. Ein bisschen verlängern. So. Dann einmal hier quer rüber. Hoffe, das passt. Yep. Und hier. Passt auch. Das ist der Abstand von 2 oder 1 zu viel? 1 zu viel. Nein! Ja, das muss jetzt sein. Penibel, aber. Kleinlich, aber muss. 1, 2. Das nicht. Irgendwas mache ich falsch. Moment, wo habe ich denn die diagonale Scheiße hier? Da. Was? Doch richtig. Doch so breit. Okay. Dann lasse ich das halt so. Zack. Ah. So sagt er. Blub, blub. Und jetzt müssen hier natürlich noch die Signale hin. Aber so. Ja, ich hab's jetzt mal so Pi mal da verboten. Ist nicht so schön, aber. Das eigentlich mal wegmachen. Natürlich auch nochmal gewartet werden. Das haben wir. Dann war das mal ein Stück runter, damit das alles ein bisschen näher an der Kreuzung ist, damit man das auch sehen kann, dass da auch Signale sind. So. Boah, ja. Noch 69. Habe ich keine Kettensignale mehr.
das frei ist, nee, wenn das frei ist, dass der trotzdem durchfahren kann. Das war schon richtig. So. Okay. Das sieht soweit gut aus. So, jetzt fehlen uns nur noch 69 grüne Greifärmchen. Gut, wenn sonst, wenn das sonst nichts mehr ist, dann. Dann easy, ne? So, Moment, dann fehlt ja noch. Ne. Reinfahren brauche ich ja auch noch, ne? Ah, wie viele rote? Hier zum Reinfahren brauche ich ja hier noch ein Signal. Kommen die da ja nicht rein. So. Die beiden nämlich weg. Zack. Da unten fehlen noch ein paar Schienen. Das ist gut möglich, aber weißt du, was noch fehlt? Ja. 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 Ja, ja dann. Ja. Dann tust du. Oder ich. Ja, ja, ich weiß, das ist. Wenn man hier so hoch konzentriert ist, vergisst man manchmal Sachen, ne? Ja, du vergisst Sachen. Ne? Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge mit dabei seid, wenn es wieder heißt Factorio. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao.